Mein Name ist Manuela Lenzen. Ich bin freie Wissenschaftsjournalistin und ich beschäftige mich seit vielen Jahren mit künstlicher Intelligenz und mit Kognitionsforschung. Und ich möchte heute darüber sprechen, warum uns diese Technologie der Zeit eigentlich so verwirrt, wie sie es tut. Wir sehen uns heute eingeklemmt zwischen Verheißungen auf der einen Seite, Verheißungen über die vielen Leistungen, die die künstliche Intelligenz einmal für uns erbringen kann, etwa in einem klugen Haus, in dem die Technik alles immer genau so einstellt, wie wir uns das vorstellen, in einer klugen Stadt, in der das Leben möglichst effizient, möglichst reibungsfrei vor sich geht, das möglichst energieeffizient organisiert ist, in dem wir nicht mehr im Stau stehen, in dem der Parkplatz für uns vorreserviert wird, in dem vielleicht sogar autonome Fahrzeuge unterwegs sind. Vielleicht wird es sogar einmal eine Art von Roboter-Butlern geben, die uns dann im Haushalt helfen. Eins der Versprechen, vielleicht werden wir alle irgendwann weniger arbeiten müssen, wir werden alle energieeffizienter leben können, umweltschonender wirtschaften, konkurrenzfähiger produzieren und es wird schnellere Fortschritte in Wissenschaft und Medizin geben. Die künstliche Intelligenz wird uns also helfen, ein rundum besseres Leben zu führen. Auf der anderen Seite werden immer wieder Ängste geschürt. Ein Milliardenmarkt, der sich zur größten Bedrohung unserer Zeit entwickelt, gefährlich wie die Atomwaffen, das schlimmste Ereignis in der Geschichte der Menschheit. Zwischen diesen beiden Polen sehen wir derzeit die Berichterstattung über die künstliche Intelligenz. Und die Frage ist, wie orientieren wir uns denn jetzt zwischen diesen beiden Polen? Ich möchte erst etwas dazu sagen, warum uns diese Maschinen eigentlich so verwirren. Etwas dazu sagen, was künstliche Intelligenz eigentlich ist. Und dann schließlich dazu kommen, wie wir der künstlichen Intelligenz heute begegnen. Ja, die Verwirrungsmaschinen. Mir scheint die künstliche Intelligenz besonders dazu geeignet zu sein, uns darüber zu verwirren, womit wir es eigentlich zu tun haben. Und diese Verwirrung hat, wenn ich das richtig sehe, unterschiedliche Gründe, mindestens drei. Einer dieser Gründe sind die Geschichten, die die Menschheit sich seit der Antike erzählt über künstliche Menschen und andere Automaten. Da gibt es etwa die Geschichte von dem künstlichen Wächter des Hephaistos. Hephaistos, der Gott der Schmiede, soll in seiner Werkstatt einen künstlichen Wächter hergestellt haben, der dann um die Insel Kreta patrouilliert ist und angreifende Schiffe mit Steinen beworfen hat. Von da aus geht es bis zu den Science-Fiction-Geschichten unserer Zeit. Als ein Beispiel HAL 9000 aus dem Film Space Odyssey. Der Bordcomputer mit der süßlichen Stimme, der dem Astronauten, der sich gerade nach außerhalb des Raumschiffs begeben hat, die Tür vor der Nase zumacht und ihm dann erklärt, warum er ihn jetzt leider nicht mehr reinlassen kann. Viele dieser Geschichten haben den Plot, der Mensch schafft sich ein künstliches Wesen, er hätte es vielleicht lieber nicht tun sollen. Was dann passiert, dieses künstliche Wesen überflügelt den Menschen in irgendeiner Form, es entwickelt mehr Fähigkeiten, als es eigentlich hätte entwickeln sollen und entwickelt dann Gelüste, die wir von den unangenehmeren Vertretern unserer eigenen Gattung kennen, Macht, Hunger, die Lust, die Weltherrschaft an sich zu reißen, etwas von dieser Art. Und am Ende wird der Mensch von diesem Wesen dann besiegt, im schlimmsten Falle getötet. Es gibt einige Geschichten über nette und freundliche Roboter, Automaten, aber die sind doch deutlich in der Minderheit. Und wir sehen natürlich durch die Brille all dieser Geschichten, die die Menschheit sich so lange erzählt, auf die Produkte der KI-Forschung. Ein zweiter Grund dafür, warum wir verwirrt darüber sind, womit wir es eigentlich zu tun haben, ist das, was die Fachleute Anthropomorphismus nennen. Ein komplizierter Ausdruck dafür, dass Menschen dazu neigen, alles, was sich in menschlichem Tempo bewegt, was mit den Augen rollt, was spricht, was herumgeht, mit einer menschlichen Psychologie auszustatten, also davon auszugehen, dass diese Wesen Wünsche haben, Pläne haben, Absichten haben, vielleicht sogar fühlen können. Und so etwas wird natürlich befördert durch Roboter, die sehr menschenähnlich hergestellt werden. Hier zum Beispiel ein Bild von Sophia. Das ist dieser Roboter, der einmal Furore damit gemacht hat, die Staatsbürgerschaft von Saudi-Arabien verliehen bekommen zu haben. Sophia ist ein Showroboter in der Tradition von Schaumaschinen, wie sie seit Jahrhunderten an Fürstenhöfen gezeigt werden. Sie kann im Gespräch reagieren auf Schlagworte, sie kann sich herumbewegen und macht dadurch durchaus Eindruck. Sie hat vor allem einmal Furore gemacht durch den Satz, den sie in einem Interview geäußert hat: Ich möchte die Menschheit vernichten.
Natürlich wird sofort im Anschluss berichtet, humanoider Roboter will Menschheit vernichten. Natürlich will dieser Roboter gar nichts vernichten. Er hat einfach als Antwort auf die Frage, die ihm gestellt worden war, die Frage umgedreht. Und ja, solche Maschinen sind dazu angetan, die Verwirrung darüber, womit wir es eigentlich zu tun haben, wenn es um künstliche Intelligenz geht, eher zu vergrößern, als aus der Welt zu schaffen. Die größte Verwirrung richtet aber vielleicht der Begriff selbst an, künstliche Intelligenz. Gucken, ob ich jetzt hier den Pointer aktiviert kriege. Ja. Was ich hier mitgebracht habe, ist der erste Text, in dem der Begriff künstliche Intelligenz, also Artificial Intelligence, hier oben vorkommt. Das ist ein Forschungsförderantrag, mit dem 1955 vier junge Forscher bei der Rockefeller Foundation Gelder beantragt haben für eine Sommerschule, die dann im nächsten Sommer am Dartmouth College in Hannover in New Hampshire stattgefunden hat. Damals wollten die Forscher sich mit 10 Kollegen treffen und in dieser Zeit versuchen, Fortschritte zu machen mit einem bunten Strauß von Leistungen von Maschinen, nämlich, wie es hier steht, Sprache zu verwenden, Abstraktionen und Begriffe bilden, Probleme lösen, die bislang nur Menschen lösen können und sich selbst zu verbessern. Das war also der bunte Strauß an Fähigkeiten, die man erstmal mit diesem Begriff künstliche Intelligenz belegte. Schon damals war der Begriff strittig, weil er einfach ein bisschen zu sexy war, zu sprechend, die Technologie zu nah an den Menschen heranrückte. Aber wie das eben ist, wenn man Forschungsgelder beantragt, dann ist es natürlich von Vorteil, wenn man einen knalligen Titel hat, wenn man das möglichst gut präsentieren kann, es interessant präsentieren kann. So ist man bei dem Namen geblieben und so bleiben wir auch bis heute bei dem Namen, obwohl viele Forscher sich eigentlich davon distanzieren und diesen Begriff künstliche Intelligenz sehr ungern verwenden. Ja, man hat damals gedacht, innerhalb von 2 Monaten kann man in diesen Bereichen signifikante Fortschritte machen. Damit hat man die Leistungsfähigkeit der Technik und auch die Komplexität der Aufgabe maßlos unterschätzt. Eigentlich sehen wir jetzt erst in den letzten Jahren, dass tatsächlich Fortschritte in diesen Bereichen erzielt werden. Warum haben diese Forscher sich derart geirrt über die Möglichkeit, Fortschritte zu machen? Ich denke, auch die Antwort auf diese Frage steckt schon in diesem Text, nämlich in den ersten Zeilen hier oben. Hier steht: Die Studie geht aus von der Annahme, dass jeder Aspekt des Lernens und jeder andere Aspekt von Intelligenz im Prinzip so genau beschrieben werden kann, dass man eine Maschine dazu bringen kann, dies zu simulieren. Und genau das hat sich im Zuge der Geschichte der künstlichen Intelligenzforschung gezeigt, ist nicht der Fall. Es ist nicht so, dass wir den Menschen genau genug kennen, gut genug verstanden haben, um das einfach, was wir über den Menschen wissen, zu nehmen und in eine Maschine bringen zu können. Auch das ist einer der Erkenntnisse, die uns die KI-Forschung gebracht haben. Ja, wann ist denn eine Maschine nun eigentlich intelligent? Wann verdient sie den Titel, unter die intelligenten Maschinen gerechnet zu werden? Auch das ist eine offene Frage. Unter anderem deshalb, weil Menschen so ziemlich für alles, was sie tun, Intelligenz benötigen. Wenn man also sagt, eine Maschine ist dann intelligent, wenn sie etwas tun kann, wofür ein Mensch Intelligenz benötigt, sieht man sich leicht in der Situation, wir haben etwa eine Rechenaufgabe. Natürlich benötige ich Intelligenz, um eine Rechenaufgabe zu lösen. Trotzdem würde ich einen Taschenrechner nicht als eine intelligente Maschine bezeichnen. Ebenso das bekannte Spiel Jeopardy, in dem der IBM-Rechner Watson damals werbewirksam siegte, ein Spiel, bei dem man eine Antwort bekommt und dazu eine Frage formulieren muss, die dazu passt, schon ziemlich tricky. Ist eine Maschine, die dies leisten kann, intelligent? Ja, auf den ersten Blick könnte man sicherlich sagen, ja. Wenn man sich dann genauer anguckt, welche Antwortmöglichkeiten dieses System als zweite und dritte Möglichkeit oder vierte Möglichkeit in Erwägung gezogen hat, stellt man fest, das sind manchmal Antworten, auf die kein Mensch in diesem Kontext jemals verfallen wäre. Also auch da stellt man fest, dieses System funktioniert auf eine ganz andere Weise, als Menschen denken. Und es ist nicht so einfach festzumachen, wann denn eine Maschine nun als intelligent gelten soll. Ein Ausweg aus dem Problem, diese
eine bestimmte Technik festzulegen, um zu sagen, das muss eine Maschine können, damit sie intelligent ist, ist der Turing-Test, der Ihnen vielleicht schon mal begegnet ist. Ein Mensch kommuniziert über eine Tastatur mit einem Menschen und mit einem Computer, also mit einem Chatbot. Und wenn dieser Mensch, so die Idee dieses Tests, nach einer bestimmten Zeit in einer bestimmten Anzahl von Fällen die Maschine mit dem Menschen verwechselt, dann soll diese Maschine als intelligent gelten. Ist erstmal eine interessante Idee. Tatsächlich hat sich gezeigt, dass im Laufe der Geschichte der Turing-Tests, die immer mal wieder stattfinden, solche Systeme Furore machen, die gut blöffen, die also mit einer Hintergrundgeschichte kommen, etwa von der Art, sie sprechen mit einem Kind oder mit einem Jugendlichen, der die Sprache nicht besonders gut spricht. Und das führt natürlich dazu, dass Fehler, die einem solchen System dann unterlaufen, Wissen, das nicht da ist, Sätze, die vielleicht ein bisschen schief formuliert sind, dieser Hintergrundgeschichte eher zugeschrieben werden als der Person oder als dem Chatbot, mit dem man es zu tun hat, sodass man da nicht unbedingt intelligente Systeme baut, um diese Tests zu bestehen, sondern Systeme, die gut bluffen können. Also auch das ist ein interessanter, aber vielleicht auch kein unproblematischer Versuch zu entscheiden, wann eine Maschine denn nun eigentlich intelligent ist. Tatsächlich finden die meisten Forscher diese Frage auch gar nicht so interessant. Schon Turing schrieb 1950, die Frage, ob eine Maschine nun denkt oder nicht, hält er im Prinzip für belanglos. Und er war der Ansicht, dass am Ende unseres Jahrhunderts, das heißt also um das Jahr 2000 herum, sich der Sprachgebrauch so weit gewandelt haben würde, dass man widerspruchslos von denkenden Maschinen sprechen kann. Soweit sind wir heute nicht. Wir diskutieren tatsächlich immer noch, wann eine Maschine denn nun als intelligent gelten könnte und wann nicht. Aber ob eine Maschine denn nun tatsächlich intelligent ist oder nicht, ist jetzt nicht die zentrale Frage, mit der sich ein KI-Forscher befassen würde. Künstliche Intelligenz ist keine bestimmte Technologie, sondern es ist ein Forschungsfeld, mit ganz unterschiedlichen Zielen und ein Forschungsfeld, auf dem es ganz viele unterschiedliche Methoden gibt und ein Forschungsfeld, in dem in unterschiedlichen Bereichen gearbeitet wird. Ich habe hier mal einige mitgebracht. Da gibt es die Wissensmodellierung, es gibt das automatische Schließen, es gibt das Texterstellen, es gibt die Wahrnehmung, Bildwahrnehmung und die Bildanalyse und es gibt das maschinelle Lernen. Und innerhalb des maschinellen Lernens das sogenannte tiefe Lernen, das Deep Learning. Das ist so der Bereich, der in der letzten Zeit am meisten von sich reden gemacht hat und dem wir den aktuellen Boom der KI verdanken. Bisweilen klingt es so, als würde maschinelles Lernen oder sogar nur das Deep Learning mit künstlicher Intelligenz insgesamt gleichgesetzt. Tatsächlich kennt dieses Forschungsfeld noch ganz andere Ansätze, andere Traditionen, andere Methoden als das maschinelle Lernen. Aber diese maschinellen Lernverfahren haben sich eben durch Fortschritte, die sie in den letzten Jahren erzielt haben, sehr stark in den Vordergrund gebracht. Ja, wenn ich es richtig sehe, gibt es vor allem drei große Bereiche, in der die KI-Forschung derzeit aktiv ist. Der erste, größte und wichtigste Bereich ist das Programmieren von ganz konkreten Anwendungen. Das heißt von Spezialisten, von Systemen, die eine bestimmte Leistung in einer bestimmten Qualität zuverlässig erbringen, von Dingen, die man tatsächlich anwenden kann für konkrete Probleme, die man gelöst haben möchte und für Systeme, die man verkaufen kann, die tatsächlich zu brauchen sind. Das sind natürlich Algorithmen für die Internetsuche, das sind Übersetzungsprogramme, das sind Bildanalyseprogramme, das sind Sprachbots, das sind Algorithmen, die Werbeplätze verteilen, Programme, die die Wetter- und Klimasimulationen verbessern. Es gibt Programme, die versuchen, Herzinfarkte möglichst früh zu erkennen oder drohende Herzinfarkte möglichst früh zu erkennen. Es gibt Algorithmen, die illegale Transaktionen entdecken. Es gibt welche, die man verwendet zur Prognose von Lebenserwartungen. Es gibt solche, die man zur Analyse der Persönlichkeit von Bewerbern verwendet. Es gibt natürlich Roboter für die Industrieproduktion. Es gibt soziale Roboter und viele andere Dinge mehr. Alles das sind, wie gesagt, Spezialisten, die eine bestimmte Leistung in einer bestimmten Qualität dann erbringen können. Ja, man kann die Perspektive auch umdrehen und kann die künstliche Intelligenz verwenden, um natürliche Intelligenz besser zu verstehen. Nach dem Motto, nur was ich
nachbauen kann, habe ich auch verstanden. Hier hat man etwa versucht, diese Stabheuschrecke in Roboterform nachzubauen. Und man hat sich gefragt, wie diese Stabheuschrecke eigentlich ihre langen Beine so geschickt bewegen kann mit dem wenigen Gehirn, das sie mitbringt. Und hat festgestellt, dass es gar nicht nötig ist, die Beinbewegungen tatsächlich komplett vom Gehirn steuern zu lassen, sondern dass es völlig ausreicht, wenn es an der Stelle, wo die Beine am Körper aufgehängt sind, lokale Regelkreise gibt und wenn ansonsten das ganze System sich flexibel mitbewegen kann, wenn ein Bein eine Bewegung anstößt. Das sind also Versuche, durch Nachbauen natürliche Intelligenz besser zu verstehen. Man überlegt sich, wie könnte ein natürliches System funktionieren, versucht das in der Maschine nachzubauen und wenn die Maschine dann so funktioniert, wie man sich das vorgestellt hat, ist das natürlich kein Beweis, dass man richtig liegt, weil natürlich es mehrere mögliche Lösungen geben könnte für dasselbe Problem. Aber es ist zumindest ein Hinweis, dass es so funktionieren könnte. Ja, und dann gibt es den dritten Bereich, die künstliche allgemeine Intelligenz oder Human Level Intelligence. Das wären tatsächlich Wesen, wie wir sie aus der Science Fiction kennen. Das wären Systeme, die sich selbstständig in der Welt orientieren können, die sich selbstständig Probleme suchen, die ihre Handlungen selber planen können, die nicht spezialisiert sind auf eine bestimmte Anwendung, die lernfähig sind, die insgesamt ungefähr so etwas vorstellen wie der Mensch. Und ja, das ist das, was wir eben aus der Science Fiction kennen. Das sind die Butler, die wir dann eines Tages mal zu Hause haben möchten, oder das sind R2D2 und C3PO, also diese Wesen, die herumwandern, die Augen aufmachen und einfach verstehen, was um sie herum vorgeht und so vielfältig sich dann ganz unterschiedlichen Problemen zuwenden können wie der Mensch. Die längste Zeit ist das nicht als seriöses Forschungsfeld betrachtet worden, weil man gar keine Ahnung hatte, wie man da hinkommen sollte. In jüngster Zeit gibt es wieder mehr Journals und mehr Konferenzen, die sich mit diesem Bereich befassen. Aber auch da muss man sagen, bislang, es ist nicht wirklich klar, wie man da hinkommen soll und es steht mitnichten vor der Tür. Was die Menschen von den Maschinen bislang tatsächlich unterscheidet, ist ihre Vielfältigkeit, ihre Flexibilität. Die künstlichen Systeme, mit denen wir es zu tun haben, sind extreme Spezialisten und es sind eben die Menschen, die allgemeine Intelligenz mitbringen. Ja, wie baut man nun solche intelligenten Systeme? Noch einmal Alan Turing. Er hatte schon 1950 zwei Ideen, wie das funktionieren könnte. Man könnte entweder mit einer sehr abstrakten Tätigkeit, etwa dem Schachspielen und auch dem Rechnen, beginnen und versuchen, ob man von da aus die Fähigkeiten der Maschine ausbauen kann, dass sie immer intelligenter wird. Oder man könnte umgekehrt sich einen Roboter nehmen, den mit Sinnesorganen ausstatten und diesen versuchen, wie ein Kind zu unterrichten und zu erziehen. Turing sagte, er weiß nicht, was die richtige Antwort ist. Man soll beide Ansätze probieren. Und tatsächlich hat man beide Ansätze probiert. Man hat mit den abstrakten Fähigkeiten angefangen. Zum Beispiel bei den sogenannten Expertensystemen. Hier hat man sich also tatsächlich einen Experten genommen, hat diesen Experten befragt, einen Biologen, einen Juristen, einen Chemiker, einen Mediziner. Wie gehst du vor in deinem Bereich? Wie triffst du deine Entscheidungen? Und Myzin ist eins der Expertensysteme, die damals entstanden sind. Das ist ein System, das Infektionskrankheiten erkennen und die passenden Antibiotika dann vorschlagen sollte zur Behandlung. Und man sieht hier, dass man da wirklich Satz für Satz vorgegangen ist und die Entscheidungsfindung mit Wenn-Dann-Sätzen Stück für Stück dem System eingegeben hat. Das waren so die ersten Verkaufsschlager der KI-Forschung. Heute schaut man da ein bisschen darauf herab und nennt das Good Old Fashioned Artificial Intelligence, also gute alte, altmodische künstliche Intelligenz. Tatsächlich ist das Problem mit diesen Systemen natürlich zum einen, dass es sehr aufwendig ist, sie herzustellen. Man muss sich diesen Experten nehmen, muss ihn befragen und wann immer sich das Wissen verändert, muss man wieder von vorne anfangen, muss das neue Wissen ergänzen. Und tatsächlich konnten diese Systeme auch nur das, was man ihnen vorgegeben hat. Es gab keinen Weg von diesen Systemen zu Systemen, die allgemeine Intelligenz gezeigt hätten. Denn tatsächlich können wir ja auch ganz viele Dinge, die wir nicht ausbuchstabieren können. Wenn ich Sie frage, wie Sie
eine Divisionsaufgabe lösen, können Sie mir das wahrscheinlich erklären. Wenn ich Sie frage, wie Sie das Gesicht eines Freundes in einer Menschenmenge erkennen, können Sie mir das wahrscheinlich nicht erklären. Das sind einfach Dinge, die können wir, auch wenn wir nicht erklären können, wie genau wir das zu Wege bringen. Und jetzt war natürlich die Frage, könnte vielleicht ein System, das lernen kann, intelligenter werden in dem Sinne, dass es sich solche Dinge selbst erarbeitet. Auch das maschinelle Lernen ist keine neue Idee, sondern geht in Ansätzen auf die 40er Jahre zurück. Die künstlichen neuronalen Netze, die heute so viel von sich reden machen, haben einen berühmten Vorläufer in den 50er Jahren, das sogenannte Perzeptron. Hier kann man also noch richtig sehen, dass es tatsächlich etwas mit einem Netz zu tun hat, mit diesem ganzen Gewusel an Kabeln. Das ist also eine Maschine, die eine Eingangsschicht aus Photozellen hatte. Dahinter kam dieses Gewusel aus Kabeln und dann eine Ausgabeschicht, die angeben konnte, ob ein bestimmtes Muster erkannt wurde oder nicht. Für Rosenblatt, ein Psychologe, war in den 50er Jahren klar, das ist die Zukunft der Datenverarbeitung, das ist die Zukunft der Informatik. Tatsächlich waren diese künstlichen neuronalen Netze, mit denen er gearbeitet hat, sehr eingeschränkt. Sie konnten einfach nicht besonders viel lernen. Wenn sie einmal Fehler machten, wusste man nicht, wie man ihnen diese Fehler wieder abgewöhnen kann. Man wusste auch nicht recht, wie die zustande kamen. Also er war ein bisschen früh dran. Die künstlichen neuronalen Netze, mit denen wir es heute zu tun haben, bestehen nicht mehr aus so einem Gewusel von Kabeln, sondern aus Rechenoperationen, die in spezialisierten Chips in Computern gerechnet werden. Die Grundstruktur ist allerdings nach wie vor gegeben. Es gibt eine Inputschicht, in die zum Beispiel die Pixelwerte eines Hundefotos eingegeben werden. Dann gibt es eine ganze Reihe von sogenannten versteckten Einheiten. Von sogenannten Rechenknoten, durch die die Aktivität dann geleitet wird. Und die Verbindung von einem Knoten zum nächsten ist gewichtet. Also das Eingangssignal wird nicht unverändert durch dieses Netzwerk gereicht, sondern es wird auf dem Weg von jedem Knoten zum nächsten ein wenig verändert. Und am Ende in der Ausgabeschicht kann ein solches System dann angeben, ich habe einen Hund erkannt auf diesem Foto. So ein System programmiert man nicht, indem man Satz für Satz angibt, was es tun soll, sondern so ein System wird trainiert, indem man ihm Beispielbilder gibt und zurückmeldet, wie gut die Leistung war. Man beginnt also mit zufällig verteilten Gewichtungen zwischen diesen verschiedenen Rechenknoten, gibt dann ein Beispielbild vor, etwa ein Hundebild, lässt die Aktivität durch dieses System laufen und dieses System ist sich dann zu 90% sicher, ich habe eine Katze gesehen. Dann sagt man, okay, das war es jetzt noch nicht. Ermittelt die Größe des Fehlers, spiegelt die zurück in das System. Die Gewichtungen zwischen diesen Rechenknoten werden verändert und man macht es nochmal und nochmal und nochmal und nochmal. Und wenn man es tausendmal, zehntausendmal, vielleicht auch mal hunderttausendmal macht, wird dieses System die ganzen Verbindungen zwischen diesen Rechenknoten, was inzwischen Milliarden sein können bei großen künstlichen neuronalen Netzen, so einstellen, dass so ein System zuverlässig erkennen kann, worauf es trainiert wurde. Das ist das sogenannte überwachte Lernen. Und das ist im Grunde das Geheimnis hinter dem maschinellen Lernen, von dem heute so viel die Rede ist. Ja, wenn diese Technologie schon auf die 40er Jahre zurückgeht, warum sehen wir den Boom erst jetzt? Weil erst jetzt Rechner da sind, die die nötige Rechenkapazität mitbringen, um tatsächlich große künstliche neuronale Netze zu trainieren. Weil wir erst jetzt ausreichend Daten haben, um mit immer neuen Beispielbildern diese Systeme dann auch zu trainieren und weil inzwischen auch bessere Mathematik und bessere Algorithmen vorliegen. Ja, man kann diese Systeme für ganz viele tolle Dinge verwenden. Sie haben allerdings auch den einen oder anderen Haken. Man spricht eigentlich von KI Sommern und Wintern. Also die Winter waren immer Zeiten, in denen Forschungsfördergelder gekürzt wurden, weil die Fortschritte sich nicht so einstellten, wie man sich das gewünscht hatte. Zurzeit sehen wir einen Hochsommer der KI-Forschung, das kann man wohl so sagen. Und an diesem hochsommerlichen Himmel treiben ein paar kleine Wölkchen. Die eine Wolke besteht darin, dass diese Systeme tatsächlich nicht verstehen, was sie tun. Hier habe ich ein Beispiel aus einem Übersetzungsprogramm
Fairerweise muss man sagen, sowas passiert nur, wenn man Einzelwörter eingibt. Das passiert nicht, wenn solche Systeme tatsächlich einen Kontext haben. Und sowas passiert natürlich immer seltener, weil solche Dinge natürlich auch korrigiert werden. Aber es ist nach wie vor so, dass diese Systeme nicht im menschlichen Sinne den Sinn dessen verstehen, was sie zum Beispiel übersetzen und dadurch natürlich manchmal kuriose Ergebnisse produzieren. Und das muss einem einfach klar sein, dass wenn man das manchmal mit merkwürdigen Texten zu tun hat, man sich vielleicht erstmal fragt, ob da vielleicht in einer automatischen Übersetzung etwas schiefgelaufen ist und nicht unbedingt, dass der Autor merkwürdige Dinge von sich gegeben hat. Eine andere Wolke am Sommerhimmel ist die Datenabhängigkeit dieser Systeme. Sie brauchen eben, um etwas zu lernen, große Mengen von Daten und diese müssen irgendwo herkommen. Hier sind etwa Daten, wie man sie verwenden könnte zum Lernen des Erkennens von handschriftlich geschriebenen Ziffern oder von Flugzeugen. Es gibt inzwischen im Internet große Bestände an Daten, die man für so etwas verwenden kann. Aber diese Daten müssen natürlich ständig aktualisiert werden. Die Welt verändert sich. Man braucht kein System, das nur die Autos von vor 10 Jahren erkennen kann. Und diese Daten müssen natürlich irgendwo herkommen. Ein solches System weiß ja auch nicht von selber, was auf diesen Bildern zu sehen ist, erstmal in der Trainingsphase. Und das heißt, es muss jemand hingehen und muss etwa um jedes Auto, das auf einem Bild zu sehen ist, die Umrisse umfahren und muss dran schreiben, Auto. Und um jedes Fahrrad und um jede Person und um jede Bank und um jedes Verkehrsschild. Das muss jemand machen. Das ist teuer. Dafür muss man Leute bezahlen. Das sind in der Regel schlecht bezahlte Clickworker überall auf der Welt, die diese Datenbestände erstellen. Und ja, von diesen Daten sind solche Systeme einfach abhängig. Sie zu generieren ist teuer und nicht in allen Bereichen gibt es überhaupt genug Daten. Wenn man in der Biomedizin schaut, ist man vielleicht froh, wenn man mal 100 gleichartige Patienten hat und das ist oft nicht genug, um so ein System tatsächlich zu trainieren. Eine andere Wolke, die mit der Datenwolke zusammenhängt, sind die sogenannten Vorurteile dieser Systeme. Wenn man ein solches System trainiert mit den Daten, die man eben hat zu einer bestimmten Zeit, dann wird dieses System die Strukturen, die es in diesen Daten findet, natürlich zur Grundlage nehmen, um neue Daten zu klassifizieren, zu beurteilen. Das heißt zum Beispiel, wenn ich ein System habe, das meine Bewerbungen, die in der Firma eingegangen sind, vorsortieren soll und ich gebe diesem System die erfolgreichen Bewerbungen der letzten 30 Jahre, ist es sehr wahrscheinlich, dass dieses System lernen wird, Männer Frauen gegenüber zu bevorzugen, einfach weil vermutlich in den letzten 30 Jahren sich mehr Männer als Frauen beworben haben. So ein System weiß natürlich nicht von sich aus, dass wir uns die Gegenwart und die Zukunft ein wenig anders vorstellen oder wünschen als die Vergangenheit. Das macht sich auch immer wieder bemerkbar in Einseitigkeiten, die diese Systeme entwickeln. Hier ist eine berühmte Studie auf dieser Folie, bei der die Nichtregierungsorganisation ProPublica gefunden hat, dass ein System, das die Polizei von Chicago verwendet, Schwarze gegenüber Weißen benachteiligt. Und je häufiger diese Systeme inzwischen im sozialen Bereich eingesetzt werden, desto mehr gibt es auch Beschwerden von Nichtregierungsorganisationen, von Betroffenen, die sagen, es sind immer wieder Minderheiten, die von solchen Systemen diskriminiert werden. Nicht unbedingt, weil ein Programmierer mit Vorurteilen seine Vorurteile in dieses System gebracht hat, sondern einfach, weil diese Strukturen in den Trainingsdaten vorhanden sind und man sehr aufpassen muss, dass man bei diesen Einseitigkeiten dann nicht hängen bleibt. Noch ein Wölkchen, die sogenannte Blackbox. Diese Systeme sind nicht leicht zu durchschauen in dem, was sie genau tun. Wir haben eben diese Grafik gesehen mit den vielen Rechenknoten. Blackbox heißen diese Systeme nicht deshalb, weil man irgendwie nicht reingucken dürfte. Man kann diese schwarze Kiste aufmachen, kann reingucken. Nur was man dann sieht, sind einfach lange Reihen von Gleichungen und es sind keine Antworten von der Art, der Kunde konnte keinen Kredit bekommen, weil. Das ist natürlich zum einen problematisch, wenn Menschen betroffen werden von den Entscheidungen solcher Systeme. Und die Datenschutzgrundverordnung besagt ja auch, dass Menschen dann ein Recht haben, solche Entscheidungen so erklärt zu bekommen, dass man sie verstehen kann. Und es ist natürlich auch ein Problem, wenn man sich nicht sicher sein kann, was diese Systeme genau gelernt haben. Hier etwa in dem Beispiel haben Forscher vom Heinrich-Hertz-Institut in Berlin einem System
beigebracht, Züge zu erkennen und haben dann eine Art Heatmap, ein Wärmebild entwickelt, das zeigt, wo dieses künstliche neuronale Netzwerk besonders aktiv ist und haben damit gefunden, dass dieser Algorithmus überhaupt nicht auf die Züge schaut, sondern auf die Schienen. Beispiele dieser Art gibt es auch immer mehr. Es gibt Systeme, die Hunde von Wölfen unterscheiden können, aber nur, wenn die Wölfe im Schnee sitzen, die also gar nicht gelernt haben, die Tiere zu betrachten, sondern die einfach nur Bilder mit Schnee von Bildern ohne Schnee unterscheiden. Und auch da ist natürlich die Frage, wie kann man absichern, dass ein solches System tatsächlich genau das gelernt hat, was wir eigentlich erwarten? Zudem machen solche Systeme bisweilen Fehler. Man kann sie irritieren, hier etwa, indem man einen geschickt gemachten Aufkleber neben eine Banane klebt und dieses System dazu bringt, diese Banane dann für einen Toaster zu halten. Das heißt, auch wenn man mit diesen Systemen tolle Sachen machen kann und sie in vielen Bereichen erfolgreich eingesetzt werden, ist auch die Kontrolle dieser Systeme unverzichtbar, vor allem sobald sie im sozialen Bereich verwendet werden, wenn also Menschen von diesen Entscheidungen betroffen sind. Da gibt es derzeit ja einen regelrechten Boom von Entwürfen, von Möglichkeiten, diese Systeme zu kontrollieren. Also die unterschiedlichsten Akteure von Unternehmen über Nichtregierungsorganisationen bis unterschiedliche Kommissionen der Regierung auf nationaler, auf europäischer Ebene sind dabei, Papiere zu entwickeln, die die Regulierung dieser Systeme rechtlich klären sollen. Das ist derzeit Work in Progress. Die Technik war ein bisschen schneller als die Regulierung, aber da ist die Politik und sind auch andere Akteure der Zivilgesellschaft dran. Ein anderes Problem ist, dass inzwischen die Grenzen dieser Lernsysteme auch immer offensichtlicher werden, und zwar sobald es darum geht, dass sie sich wirklich in der bunten Vielfalt der Welt bewähren sollen. Die lernenden Systeme sind gut, wenn es um beschränkte Welten geht, also um Welten, in denen wirklich klar ist, was passieren kann und was nicht. Etwa beim Schachspielen, beim Go-Spielen wissen wir alle, dass diese Systeme den Menschen längst in den Schatten stellen. Aber das sind natürlich Systeme, bei denen sehr klar ist, was passieren kann und was nicht. Es ist nicht vorgesehen, dass die Katze übers Schachfeld läuft und die Figuren umwirft oder dergleichen. Und jetzt fragt man sich natürlich, kann man nicht das, was jetzt GoFi, also diese gute altmodische künstliche Intelligenz, in der man Satz für Satz das Wissen, das die Menschheit von der Welt erarbeitet hat, der Maschine eingibt und die maschinellen Lernverfahren, kann man die nicht irgendwie zusammenbringen? Das sind die sogenannten hybriden Ansätze. Das ist derzeit eine Front der Forschung. Der Vorteil wäre, dass solche Systeme vielleicht kausale Zusammenhänge erfassen könnten, dadurch, dass man ihnen Hintergrundwissen mitgibt. Sie wären erklärbarer und nachvollziehbarer, sie wären robuster, sie kämen mit weniger Daten aus, weil man ihnen ja schon was Wissen mitgeben könnte. Das vorhandene Wissen, das vor allem etwa in der mittelständischen Industrie vorhanden ist über Produktionsprozesse, könnte diesen Systemen mitgegeben werden. Sie brauchen es also nicht alles selber lernen. Und das ferne Ziel ist natürlich immer wieder, dass man damit Systeme kreiert, die stabiler, flexibler sind und vielleicht so etwas wie dem gesunden Menschenverstand dann ein wenig näher kommen. Ein Grundlagenforschungsprojekt ist tatsächlich das, was Alan Turing in den 50er Jahren schon vorschwebte. Man nimmt einen Roboter, stattet ihn mit Sinnesorganen aus und versucht ihn wie ein Kind zu erziehen. Auch das wird tatsächlich gemacht. Die Hintergrundidee dabei ist, dass wenn so ein Roboter nicht nur das Wort Ball hört, sondern den Ball auch mal anfassen darf, ihn auch mal werfen darf, dann dieser Roboter ein reicheres Bild von dem Begriff Ball entwickeln wird, als einfach nur statistisch zu prüfen, wie hoch ist jetzt die Wahrscheinlichkeit, dass in einem Satz als nächstes das Wort Ball stehen müsste. Das ist Grundlagenforschung. Ob auf diese Weise tatsächlich ein intelligentes System entsteht, ist noch offen. Philosophisch spricht einiges dafür, aber es ist, wie gesagt, Grundlagenforschung. Es ist noch nicht absehbar, wo das hinführt. Ja, das, was wir derzeit an KI schon sehen, wenn wir der begegnen, was passiert? Tatsächlich ist es so, dass der größte Teil der KI, wenn wir damit jetzt mal lernende Algorithmen bezeichnen, der größte Teil dessen, dem wir begegnen, ist Software. Wie diese Software sich auswirkt und was davon wirklich auf das Konto der künstlichen Intelligenz geht,
Wird natürlich derzeit viel diskutiert, Filterblasen und dergleichen. Auch hier muss man sagen, die Forschung steht noch am Anfang. Es gibt einige Ergebnisse, die schon vorliegen. Eins davon zum Beispiel, dass Menschen dazu neigen, diesen Systemen, egal ob es Algorithmen sind, die auf dem Bildschirm ein Ergebnis präsentieren, oder ob es tatsächlich Roboter sind, diesen Systemen Autorität zuzubilligen. Da werden dann also die Ergebnisse algorithmischer Berechnungsprozesse einfach abgenickt, statt dass man nochmal kritisch drüber nachdenkt. Und hier dieses verrauschte Bild steht für eine Studie, bei der Forscher Probanden in einen Raum gebeten haben, um da Fragebögen auszufüllen. Eigentlich bestand der Versuch aber in etwas ganz anderem. Während die Probanden diese Fragebögen ausfüllten, hat man die Gänge mit künstlichem Qualm aufgefüllt, hat dann den Feueralarm ausgelöst und tatsächlich hatten die Probanden nichts Eiligeres zu tun, als diesem Emergency Guide Robot in einen fensterlosen Raum zu folgen. Tatsächlich hätten sie natürlich einfach den Raum auf diese Weise verlassen können, wie sie auch reingekommen waren. Studien von dieser Art gibt es inzwischen viele, die bestätigen, wenn so ein teures System, das dann endlich mal ans Laufen gebracht worden ist, dann auch funktioniert, sind Menschen sehr schnell bereit, die Ergebnisse dieses Systems dann auch zu akzeptieren. Man macht inzwischen viele Studien, um herauszufinden, wie reagieren Menschen eigentlich auf diese Systeme. Hier in dieser Studie etwa hat man gefunden, dass Kinder sich von diesen kleinen Nahrobotern in ihrer Meinungsbildung beeinflussen lassen. Diese berühmte Studie, die Versuchsperson muss sagen, diese Linie auf der linken Seite des Bildschirms ist die so lang wie die mittlere oder wie die beiden anderen. Und die Roboter haben dann dafür gestimmt, dass diese Linie also kürzer ist als die mittlere. Und Kinder haben sich davon tatsächlich beeinflussen lassen, Erwachsene nicht. In einer anderen Studie haben Forscher diesen kleinen Hasenroboter im Haus von Menschen installiert für eine längere Zeit. Und dieser Roboter sollte die Menschen dazu bewegen, mal öfter rauszugehen, Freunde anzurufen, Freunde zu treffen. Und man hat die Menschen nach einer gewissen Zeit dann befragt, wie sie es denn gefunden haben mit diesen Robotern. Und auch das war ganz interessant. Es ist Menschen offenbar peinlich zuzugeben, dass sie sich unterhalten mit diesen Wesen, dass sie sich zum Teil rechtfertigen vor diesen Wesen. Ja, ich wollte hier eigentlich rausgehen, aber es ist so schlechtes Wetter heute Morgen bestimmt. Und ja, also die Art, wie Menschen über ihre Kommunikation mit diesen Wesen sprechen, deckt nicht unbedingt die tatsächliche Art, wie Menschen mit diesen Wesen umgehen. Auch das sind Dinge, die derzeit erforscht werden. Ja, tatsächlich sind Menschen oft schnell bereit, diese künstlichen Wesen auch nett und sympathisch zu finden, aber nicht nur. Robotern wird auch immer wieder mit Aggression begegnet. Sie bekommen dann mal eine Tüte über den Kopf oder werden vollgeschmiert oder werden wie hier der Hitspot direkt zerlegt. So fand man die dann am Straßenrand wieder. Es gibt andere Reaktionen auf Roboter. Es gab zum Beispiel ein berühmtes Video, ich glaube von Boston Dynamics, die um die Laufstabilität ihrer Maschinen zu demonstrieren. Diese Systeme, das eine hatte die Ähnlichkeit mit einem Hund, das andere hatte die Ähnlichkeit mit einem Menschen, dann getreten haben oder mit einem Stab versucht haben umzuwerfen. Und da haben sich dann tatsächlich Menschen beschwert und haben gesagt, es müsste doch nicht sein, man müsste doch diese Wesen jetzt nicht treten und man müsste die auch nicht mit dem Stock da irgendwie schubsen. Also es ist schon so, dass Menschen sehr deutlich auf diese Systeme reagieren. Und wie sie darauf reagieren, ist natürlich abhängig davon, wie diese Systeme gestaltet werden. Und daran hängen natürlich ganz viele Fragen dazu, wie sie in welchen Situationen gestaltet werden können und sollen. Ja, um diesen Systemen auf die Spur zu kommen, entwickeln sich neue Disziplinen, muss man sagen. Also der große Bereich heißt Human-Machine-Interaction oder Human-Robot-Interaction, also Interaktion von Menschen und Maschinen oder von Menschen und Robotern. Die soziale Robotik befasst sich mit Robotern, die eben mit Menschen interagieren sollen, im Unterschied etwa zu Robotern, die in der Industrieproduktion tätig sind. Es gibt inzwischen sogar eine Roboterpsychologie, die sich damit befasst, was Roboter mit der menschlichen Psychologie machen. Sie gehen also nicht davon aus, dass diese Roboter tatsächlich eine Psychologie haben. Es gibt natürlich eine Philosophie und eine Ethik der KI und der Robotik und es gibt tatsächlich auch eine Roboterverhaltensforschung.
Was, wenn ich das richtig sehe, eine eher schwierige Disziplin ist, wenn diese Systeme tatsächlich schon so komplex sind, dass man nur noch von außen auf ihr Verhalten schauen kann, ist natürlich fraglich, ob man das tatsächlich noch so im Griff hat, wie man es haben sollte. Also auch da sieht man wieder diesen Verwirrungsaspekt, das Verhalten dieser Maschinen tatsächlich so betrachten zu wollen, wie man das Verhalten von Tieren betrachtet, unterschätzt vielleicht, was daran tatsächlich Programmierung und Ingenieursleistung ist. Ja, wenn wir es geschickt anstellen, können diese Verwirrungsmaschinen aber auch ganz umgekehrt zu Präzisierungsmaschinen werden, denn je genauer man sich damit befasst, ob solche Systeme etwa verstehen, was sie sagen, ob sie eine Moral entwickeln können, ob sie kreativ sein können, ob sie Bewusstsein haben, desto stärker wird einem deutlich, dass diese Begriffe sehr unklar sind, so wie wir sie auch für den Menschen verwenden. Das heißt, indem wir uns an diesen Maschinen abarbeiten und uns fragen, ist dieses System jetzt kreativ? Wollen wir das jetzt kreativ nennen? Kommt uns das nur kreativ vor? Ist es ein Unterschied, ob es uns nur kreativ vorkommt oder ob es auch kreativ ist? Tragen diese Systeme und unsere Auseinandersetzung damit auch dazu bei, dass wir Begriffe, mit denen wir über Menschen und menschliche kognitive Leistungen sprechen, auch genauer verstehen und genauer fassen können. Das ist zumindest eins, was wir von der KI-Forschung der letzten 50, 60 Jahre lernen können, ist, dass sie uns ein reicheres Bild vom Menschen vermitteln. Man hat angefangen in den 50er Jahren mit dem klassischen Bild von Intelligenz. Das ist der Denker, der alleine auf seinem Sockel sitzt und seine Probleme mit sich alleine in seinem Kopf ausmacht. Inzwischen weiß man, das reicht nicht für Intelligenz, sondern um intelligent zu sein, braucht erstmal das Gehirn einen Körper. Der Körper braucht eine Umwelt. In dieser Umwelt müssen sich andere intelligente Wesen befinden. Und erst wenn das alles zusammenkommt, kann Intelligenz von menschlicher Art entstehen. Das ist zumindest etwas, was uns die Versuche, intelligente Wesen zu bauen, künstlich herzustellen, gelehrt haben, indem wir immer wieder feststellen mussten, wir haben es immer noch nicht erfasst, es ist immer noch etwas, das fehlt. Die Maschine kann jetzt schon viel, aber intelligent ist sie immer noch nicht. Was fehlt denn jetzt noch? Dadurch haben wir auch sehr viel über den Menschen gelernt. Ja, vielen Dank erstmal bis hierhin. Es ist schade, dass jetzt keine Diskussion stattfinden kann. Ich habe hier meine Website aufgeführt. Auf der Website finden Sie auch meine E-Mail-Adresse. Wenn Sie also Fragen oder Anmerkungen haben, können Sie sich gerne an mich wenden. Vielen Dank.